Im letzten Part konnten wir das Hisui Elektroball vom Leid erlösen und jetzt treffen sich alle zum Kaffeeplausch. Was ist denn jetzt hier los? Was machst du denn wieder hier? Ich will etwas berichten. Nach der gemeinsamen Reise mit Let's Play Markus sind mir gewisse Dinge wieder eingefallen. Und zwar Dinge über die Welt, in der ich mich befand, bevor ich mein Gedächtnis verlor. Die meisten Menschen dort fingen Pokémon und lebten Seite an Seite mit ihnen. Die Menschen und Pokémon verstanden sich gut miteinander und unterstützten sich gegenseitig. Und unter Menschen gab es solche, die sich selbst Pokémon-Trainer nannten. Sie arbeiteten hart an sich und ihren Pokémon und maßen sich in zahlreichen Pokémon-Kämpfen miteinander, um immer stärker zu werden. Alter, wenn das Spiel so eine Zeitschleife hätte, ne, dass alles nur stattfindet, weil wir in die Vergangenheit reisen oder er halt jetzt, wenn er jetzt sagt, oh, das funktioniert so und so und die wissen das nur dadurch, reist man dann in eine andere Zeitlinie, die, naja, ich sag mal, schneller in die Zukunft gelangt, wisst ihr, wie ich meine? Oder ist das nötig? Wird es auf jeden Fall passieren, dass ein Zeitreisender sagt, was Sache ist? Ne? Das kommt auf Franchise oder die Serie an, was von beiden zutrifft. Ob man in der Vergangenheit die Zukunft verändert oder die Zukunft nur so stattfindet, weil jemand in der Vergangenheit was gemacht hat. Das war besser formuliert. Durch die Kämpfe gegen andere Trainer und deren Pokémon lernten sie, sowohl ihre Pokémon als auch ihre Gegner besser zu verstehen. Nur Seite an Seite können Menschen und Pokémon neue Wege beschreiten. Kein neues Zeitalter wird hereinbrechen, solange wir die Pokémon fürchten und glauben, nur sie können stark sein. Verstehe, war es in deiner ursprünglichen Welt auch so, Let's Play Markus? Ja. So ist das Leben also in anderen Welten. Aber natürlich, jetzt ergibt alles Sinn. Damit wir den Pokémon helfen können, stärker zu werden, müssen wir zuerst an uns arbeiten. Nur wenn ich mein eigenes Potenzial entfaltet habe, kann es auch mein Pokémon tun. Ob es das ehrwürdige Sinnoh erfreuen wird, dass ich zu dieser Erkenntnis gelangt bin? Diam, erzähl mir noch einmal von den Lehren des ehrwürdigen Sinnoh, die im Diamant-Clan überliefert werden. Schon gut, dann spitz mal die Ohren. Lass nicht die Trauer dich bezwingen, lass deinen Zorn nicht freien Lauf. Sei zur Freundschaft stets bereit, lass nicht die Trauer dich bezwingen, lass deinem Zorn nicht freien Lauf. Denn wenn das ehrwürdige Sinnoh trauert, dann steht still der Fluss der Zeit. Bravo, bravo. Ich hoffe, dass ihr alle nun mit noch größerer Geschwindigkeit eurem nächsten Halt entgegensausen könnt. Und für Let's Play Markus ist der nächste halt natürlich der nächste König. So, und diesmal sollte ich meine Rückkehr nach Jubeldorf ohne Zwischenstopp antreten können. Vielleicht kann jemand wie du den Menschen von Hisui ja zeigen, dass man sich vor den Pokémon nicht fürchten muss. Jedenfalls werde ich nun Expeditionsleiter Denboku Bericht erstatten. Ich empfehle mich. Ist ihm jetzt wieder alles eingefallen? Ich meine, dann könnten wir uns ja über unsere Welten unterhalten. Unsere Geschichte in Ehren halten und nach einer besseren Zukunft streben. Vielleicht ist es genau das, was das ehrwürdige Sinnoh als Schöpfer des Universums und Gebieter über die Zeit von uns verlangt. Ich jedenfalls werde an mir arbeiten, damit ich Elektroball zu neuen Höhen verhelfen kann. Höhenregion? Nee, die ist weit weg. So. Okay, ja, das ist ja ein Ding, du. Jetzt sollen wir zum Demboku gehen, sind wir erstmal fertig hier. Sind wir erstmal fertig? Da glaube ich kein Meter, denn gibt noch so viel zu entdecken. Aber meine Pokémon sind, naja, ein bisschen, eigentlich geht's. Ich habe auch noch Platz und Zeit und Bock, vielleicht hier noch ein kleines bisschen bereits oder noch nicht gesehene Orte zu erkunden und ergründen. Wenn wir jetzt nämlich auf die Karte gucken. Aber da oben sollen wir ja nicht hin, ne? Also so gar nicht hin. Wartet mal. Bin ich erstmal rausgedackelt, aber... Mondgruß Kampffeld. Kann man diesen Ort denn eigentlich irgendwo in Diamantperle entdecken? Ich denke nicht, ne? Die Ruinen sind schon so kaputt. Okay. Da geht's wohl nicht weiter. Haben wir jetzt doch, warte mal, du kannst doch noch...
Da kann man nicht hin, aber hier ist der Ausgang. Was für mich bedeutet, da kann man eben nur... Als ob das nicht passen würde. Der Gipfel-Schwadentunnel, der ist doch hier. Wurde doch gesagt. Ja, das hier, das können wir noch ein bisschen... Alter, meine Fresse, ist das viel! Dann machen wir noch ein kleines bisschen Lucky-Lucky. Es wird sowieso darauf hinauslaufen, dass wir Pokédex-Punkte sammeln müssen. Das können wir auch jetzt direkt tun. Also gucken wir uns um. Beziehungsweise so weit, wie wir Pokébälle haben. Bis uns irgendeine Ressource ausgeht. Mhm. Tatsächlich weder dort noch dort waren wir wirklich. Das sieht aber aus, als könntest du das auch schaffen. Alter Rizeros. Da mache ich mir, glaube ich, keine Illusionen. Den werden wir erstmal finishen. Ist der Plan. Er ist Level 53. Er hat so einen kleinen Vorteil unseren Pokémon gegenüber. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, wie man da drauf kommt, aber... Ich sehe das doch ein bisschen kritisch. Auch das würde überleben. Ich unterschätze, glaube ich, dieses... Ach, schon zweiten besiegt. Okay. Dann könnten wir versuchen, einen zu fangen. Oder habe ich den sogar schon? Warte, jetzt will ich wissen. Ne, gefangen habe ich den noch nicht. Mit Wasser besiegt. Steinhagel gesehen. Gefangen habe ich ihn noch nicht. Dann werden wir das versuchen. Der ist ja noch wilder drauf. Der ist ja noch wilder. Ja, wird er über... Ja, nee, wird er nicht überleben. Soll ihn ja mit Wasser besiegen. Das Rihornior. Oh, stark. Stark. Aber den lasse ich erstmal da. Der darf da weiter wohnen, wo er wohnt. Oh, genau, Elektroball, Klingblim. Ja, aber das verlangt mich ein bisschen anzuschleichen. Für irgendwas muss ich versuchen, meine kleinen normalen Pokébälle zu verwenden. Also. Mache ich das auch? Ach, der flüchtet. Klingblim ist ein Pokémon, das flieht. Level 57. Sag mal, was ist denn eigentlich los? ein schweres Exemplar. Mhm. Da haben wir noch einen Klingblim. Dreh dich um und ich werfe. Man merkt es auch immer an der Vibration, ne? Ich spiele mal mit Pro Controller. Ich habe es in diesem Let's Play noch nicht gesagt, aber ihr könnt davon ausgehen, normalerweise spiele ich immer mit Pro Controller. Schwer fettig gemacht. Die Horn habe ich jetzt auf den ersten Blick erstmal. Hinter mir scheint ja auch noch eine Menge zu sein. Das ist unglaublich. Versuche halt einen groben Überblick zu... Ja, ist doch gut. Was, Rabauz? Ach, das ist Nibel.
ein Hisui-Sneebel? Ganz so ist es, Hisui-Sneebel. Auch der will's wissen. Na gut. Luxrider, tut mir schon leid. Tut mir leid, dass du so leidest. Ich dachte erst, es wäre Rabauz, aber dem ist nicht so. Also, ist Sneeboss die Entwicklung von Hisui Sneebel? Und hier gibt es keinen Sneebunner, kann man das so sagen? Dann guck ich mal, dass ich dich so fangen kann. Der übertreibt's aber auch, ne? Der will's wissen. Ist auch sehr effektiv, schade. Wenn noch seine Offensivkraft oder seine Defensiv schwächt, natürlich ein Ding. Ah, nochmal Nahkampf. Eieiei. Der will's anders. Der macht andere Sachen. Aber finde ich gut soweit. Da, er überlebt. Ich nehme mal einen normalen Ball. Ich bin so töricht. Die müssen ja auch verwendet werden. Eher jetzt als irgendwann noch später, ne? Denke ich mir manchmal. Dafür wird Hippoterus sterben. Wollte ich nur mal gesagt haben. Ausgesprochen die Wahrheit. Wollen wir die Augen nicht verschließen vor der Wahrheit? Oh, ich weiß nicht, ob der Eisattacken drauf hat. Eigentlich ist er ein Eis-Pokémon, das sieht man ihm oft nicht an. In dieser Form sieht man das ihm mehr an als üblich. Auf die Zwiebel, hier kommt Sneebel. Passt! Ich hab einen Sneebel auf dem Kopf, ich bin ein Döner. Den Döner. War ein leichtes Exemplar. Bronzong. Haben wir uns mit dir schon auseinandergesetzt? Gefangen habe ich 1. Besiegt 0. Da sind wir dabei. Weil mit dem nicht gut Kirschen essen zu sein wird. Ein Abwehrmonster, ne? Wisst ihr, was auch der Unterschied ist, warum man dieses Spiel jetzt wieder ein bisschen schwerer wahrnimmt als die letzten? Oh, wir sind alle unterlegen. Dieses Spiel hat nicht diese Held durch, um dir keine Sorgen zu bereiten, Sympathie-Bonus-Kacke, die mir auf den Popo gerettet hat. Aber im Endeffekt finde ich es besser, wenn man einfach, naja, normal spielt. Nenn ich's mal ohne diese. Ohne diese Boni. Hey, Nassknet! Ohne entdeckt zu werden. Zu spät. Sag mir nicht, der hat mich noch nicht entdeckt. Okay, entdeckt hat er mich. War mir nicht ganz sicher, weil er mich nicht angreift, aber Nasknet ist halt einfach ein freundlicher Geselle. Mit seiner Entwicklung werde ich mich noch nicht auseinandersetzen. Wo kommen wir denn jetzt hin? In eine Sackgasse? Ich gucke mir das an. What's up? Gut, da wohnt er. Ich dachte, hier könnte es noch irgendwas sehr Spannendes geben. Nein. Nichts Spannendes hier am Start.
Ach, hier befinden wir uns. Habe ich denn diese Ecke noch nicht erkundet? Warte, ich war doch eben... Na, geh mal hier hoch. Auch keine wirkliche Struktur in der Erkundung, ne? Aber das ist, würde ich mal nicht mir die Schuld geben. Das ist gewollt, dass es hier unwegsames Terrain ist. Ja gut, da ist jetzt aber auch nicht wirklich was, ne? Onyx ist jetzt auch nichts Neues. Stalos eventuell schon. An und für sich können wir uns auch gar nicht gerade anlegen mit irgendwas. Wir müssen also mal kurz ins Pokémon Center. Ja. Alter. Achso, ich dachte gerade, warum sind die so nah? Aber es sind ja die Bronzel. Ich erinnere mich. Damals, als wir noch jung waren. Würde aber auch tatsächlich... Komm, wir reisen nochmal an den Anfang und gehen jetzt in die unerkundeten Gebiete. Kann man das so ohne weiteres? Kann ich mich jetzt frei bewegen? Free like the wind. Ja, na. Abends gefangen, mit Gestein besiegen. Oh, so ein freundliches Geschöpf. Kann ich jetzt nichts zu Leide tun. Hä? Geh doch wieder weg. Hä? Ich hab doch schon lange wieder weggedrückt. Witzig. So, dann machen wir jetzt hier Luki Luki. Bin mir nicht sicher. Doch, da waren wir. Eigentlich wäre es sinnvoller. Naja, nee. Na gut. Ich hätte gern die einzelnen Pokémon gern auf Knopfdruck. Das Rumwechseln, das weiß ich nicht. Muss man noch besser angewöhnen, würde ich mal so formulieren. Naja, das sind Luxusprobleme. Das geht eigentlich schnell von Hand, wenn wir ehrlich sind. Ich habe schon häufiger gesehen, aber nicht wirklich gefangen. Hier das als noch nicht gesehen? Willst du mich verarschen? Oder sei einfach friedliebend? Jetzt nicht mehr. Da habe ich mir verspielt. Hä? Warum... Warum hat der eine mich denn gar nicht wahrgenommen? Ich dachte mir eben, ich kann jetzt ganz gemütlich mit dem Schwerball die auch noch fangen. Und ich meine, das spricht ja auch nicht mal was dagegen. Regnet, du hörst nichts. Das wird nicht. Nee.
eine Hassliebe. Eine Hassliebe, dieses System. Aber eigentlich funktioniert es nach so simplen Gegebenheiten. Ich habe halt nicht gerallt, warum das vorhin ging. Schläft er? Immer schon mal in Sicherheit bringen. Bringt aber oft auch gar nichts, ne? Da hat der eiskalt gepennt. Scuntank. Ich glaube, wir haben seine Vorstufe nicht mal. Was zur Hölle treibst du, Junge? Oh, das war ein Zentnerball, nicht mal ein Schwerball. Wie die anderen Schwerbälle noch? Nee. Das machen wir so nicht, mein Kumpel. Du musst mich vergessen. Der wird sich wieder umdrehen, der Sack. Oder noch einen Kilometer wegrennen. Das ist der letzte Zentnerball. Gönn doch mal. Alles klar, dann... hier oben hin. Weiter. Man hört doch nicht auf zu klettern. Es sind die kleinen Sachen im Spiel, ne? Es sind die kleinen Sachen im Spiel. Schöner Wasserfall. Naja, da waren wir noch gar nicht. Gucken wir doch mal im hohen Gras. In den Bäumen. Als ob. Piepi, 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 piepi. Kommt bestimmt auch nur bei Nacht. Weil die einen Mondstein anbeten. Öfter war was Neues, ne? Pixie in den Kampf stellen. Also ich finde es für so eine gute Angelegenheit. Fee-Pokémon, wir haben weder Gift noch Stahl. Haben wir Gift oder Stahl? Nicht, dass ich wüsste. Ja, okay, haben wir es gesehen. Du bist da. Feenweiher da drüben. Wir gucken uns das um. Wir gucken uns um, wir gucken uns das an. So. Wir müssen euch aber trotzdem einmal besiegen. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Ich hoffe, ihr habt da nichts dagegen. Ja, sehr effektive Sachen habe ich bei dir nicht. Müsst ihr überleben. Umso dummer, auf Kraft gesetzt zu haben. Doch zweimal, ne?
Die Mondgewalt. Ohne entdeckt zu werden. Nahrung gefüttert. Okay. Wobei dieses Knospi dann doch ein bisschen schwierig zu bekommen ist, weil so viele um es herum stehen. Nimm das. Es hat noch nicht gegessen. Warum isst du denn nicht, Kind? Ja, Roselia ist. Ich hoffe, es hat gemundet. Also auf die Burmi habe ich keinen Bock, ne? Das hätten sie ein bisschen abwechslungsreicher gestalten können. In Bäumen halt immer nur Burmi kommen. Wahrscheinlich war da jetzt keins drin, sondern was Seltenes, aber aufgrund der Burmis vertraue ich halt keinen zappelnden Bäumen mehr. Geröllberge. Ich sehe allerdings nicht, dass hier irgendjemand Relevantes wohnt. Kampf besiegen. Wer macht denn sowas? Ja, offensichtlich konzentriere ich mich auf die nicht ganz so schweren Aufgaben. Deswegen bin ich so wederig, aber man hat halt noch so viel zu entdecken. Wobei ich die Karte jetzt komplett aufgedeckt habe, wie ich scheine. Wie es zu sein scheint. Also, komplett, ne? Nach dem, was wir... Oh la la. Ah, mit einer Vierfachschwäche ist es eigentlich hinzubekommen, den zu besiegen, oder? Normal schon. Level 70. Das ist nicht sehr effektiv. 60. Good job, Silvaro. Good job, mein Freund. Das sind wichtige EP für alle. Na gut, schätze, es wäre sinnvoll, erstmal zurückzugehen und zu schauen, was der Professor sagt dazu. Es gibt noch mehr zu entdecken, da bin ich überzeugt. Aber nicht auf Anhieb, für mich jetzt. So ein Sichlor habe ich, glaube ich, auch noch nicht besiegt, ne? Ich habe die zwar gesehen und all das... Kann das sein? Ich habe auch eins gefangen, aber 56.
Critical Hit. Dann lasst uns mal gucken, was der Profi sagt. Wie ich sehe, hast du 21 Pokémon gefangen. Bitte erstatte mir Bericht darüber. Ja. Tatsächlich, ne? Paar Incognito, Bronzel, Bronzong, Ursaring, Scaraborn, Teddy Ursa, Skorkler, Albollo, oh meine Fresse, Kaumalat. Schon sehr wild. 13, das ist ja ein Vermögen. Aktualisier mal. Das ist ordentlich. Impressive, du hast also tatsächlich Elektroball, den König der Höhle, besänftigt. Kehre ins Dorf zurück und erstatte dem Boko Bericht. Tatsächlich mache ich das. Aber bevor's... Ja, aber es fehlt nicht mehr so viel diesmal, ne? Das muss man schon mal festhalten. Es fehlt gar nicht mehr so immens viel. Dennoch tun wir dies im nächsten Part und schauen, was die Story als nächstes will. Danke, dass ihr dabei seid und bis zum nächsten Part. Danke für eure Daumen nach oben. Bis dann und ciao.